Der Grund für die Massenschlägerei in Twistringen im Kreis Diepholz ist geklärt. Ein Streit zwischen Einheimischen und Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft hat die Prügelei am Bahnhof ausgelöst. Laut ermittelnder Behörde sollen drei Flüchtlinge einen jungen Mann aus Twistringen mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben. Beim Versuch, es sich zurückzuholen, kam es zu Handgreiflichkeiten. Beide Seiten holten dann Verstärkung. Es kam schließlich zur Massenschlägerei. Drei Menschen waren dabei verletzt worden.